meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video. Im Titel steht irgendwas mit unser Turnier und ein Hacker oder ein Cheater. Das ist so, weil ich über das Turnier spreche und wir ein Overwatch anschauen. Eigentlich wollte ich ein Macht-Spaß-Video aufnehmen, aber jetzt kam was Wichtiges dazwischen, an das ich gleich ran muss. Und damit heute überhaupt ein Video kommt, mache ich jetzt dann lieber geschwind ein Overwatch, wie dass ich was Großes anfange, das aber auf keinen Fall heute fertig machen kann und dann erst morgen und dann ist heute kein Video. Macht-Spaß-Donnerstags ist aber auch Quatsch, weil ich im Donnerstag-Video meistens den Streamern sage und das mache ich halt, in denen Macht-Spaß eher nicht. Blablabla, ihr wisst schon, ne? So, deswegen Overwatch und Turnier. Wahrscheinlich denken sich einige, wow, was, Turnier? Du machst ein Turnier? Uff. Also vor einigen Monaten schon kam die Frage auf mit Turnier. In YouTube sicherlich auch schon seit längerer Zeit, also unter den Videos, in den Kommentaren ab und an. Aber gerade im Livestream ist natürlich so eine Frage auf mich live gerichtet, besser gestellt, nehme ich an, weil ich direkt antworte. Ne? Also live, weil ich direkt antworten kann. Und das habe ich auch gemacht und Sebi meinte, er nimmt es in die Hand und macht die technische Sache dahinter. Also kümmert sich um die Server, er kümmert sich um das Anmeldeformular und so weiter und so fort. Und das Ganze stand vor einem Monat ungefähr schon, war fertig und er meinte, hey, wie sieht's aus? Erstmal für 4 Teams nur. Also auch nur 20 Leute, ne? Ja. Aber trotzdem, hey, wie sieht's aus? Wann hast du Zeit für das Turnier? Und ich habe gesagt, 27. läuft. Natürlich wollte ich jetzt alles ganz groß machen mit YouTube und Twitter, dass jeder Bescheid weiß und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt einfach auf Versäumnissen, also es ist meine Schuld, dass es halt jetzt nur... Halt, stopp, du Pimmel. Dass es nur auf Twitch jetzt halt erstmal so rumging und sonst keiner Bescheid wusste. Ich gehe zwar schon davon aus, dass der Großteil der extrem aktiven Community, also Babbler, Dummbabbler an sich, dass die auf Twitch aktiv sind, aber wir haben auch einige Leute, die nur auf YouTube aktiv sind, sehr aktiv und nicht auf Twitch schauen. Ich habe euch natürlich jetzt nicht mit Absicht ausgeschlossen oder sonst was. Es ist einfach so an mir vorbeigezogen und jetzt ist es auf einmal schon da und das Ding ist schon voll. Ich habe irgendwie... Ach so, okay. Ich habe irgendwie nicht so darüber nachgedacht, dass... Ich dachte, Turnier, ja, da kommen eh ganz viele rein und so weiter. Ich wusste zwar von einem gewissen Moment, das sind nur 4 Teams, also 20 Leute, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte das auf jeden Fall früher ansagen sollen, hier auch auf YouTube eben und richtig groß machen, wie ich auch schon einiges ansagen wollte mit Discord und was weiß ich. Ich sag's in meinem Livestream und dann vergesse ich es jedes Mal. Deswegen schreibe ich mir seit bestimmt einem Vierteljahr auch alles auf, worüber wir... solche Sachen, über die wir sprechen, schreibe ich mir jetzt auch immer auf. Ihr wisst ja, in den Livestreams habe ich immer meine Blöcke am Start und schreibe mir halt immer die Giveaways auf und Livestream-bezogene Sachen. Aber solche Sachen, die ich nicht vergessen sollte, schreibe ich mir jetzt halt auch darin auf. Tja, trotzdem habe ich die ganze Sache mit dem Turnier halt verhudelt und habe nicht Bescheid gesagt. Darum sind einige sicherlich überrascht, dass jetzt am Freitag unser Turnier ist. Es ist leider, wie gesagt, schon voll. Anmeldeschluss war 22. glaube ich, oder 21. Dumm gelaufen, tut mir leid, aber... Erstens mal kann man da am Freitag natürlich zugucken, die ganze Sache wird gestreamt, ne? Ich werde den Stream so wie freitags immer anhaben, wahrscheinlich dann auch früher anhaben, weil das Turnier, glaube ich, auch früher beginnt, wie normalerweise der Stream beginnen würde. Darum kann man da erstens zugucken und zweitens ist das jetzt halt unser erster Testlauf in Sachen eigenes Turnier und wenn das gut läuft oder gut gelaufen ist, dann machen wir einfach das nächste, aber dann halt mit einer gescheiten Planung von meiner Seite aus. Sebi hat alles perfekt gemacht, also die ganze Schuld. Das Versagen liegt auf meiner Seite, dass es halt nicht richtig rumging. Jetzt, wo es dann eben rangeht und wir die ganze Sache ertesten können und wissen danach, ob es halt gut ist oder nicht, können wir auch vielleicht größer planen. Ja, ich muss Sebi dann fragen, wie das für ihn ist, wie das mit dem Aufwand für ihn ist, was er da auch bezahlt hat. Ich weiß nicht, wo er die Server her hat und so weiter. Und ob man das dann eben auch größer machen kann. Und dann auch nicht nur an einem Tag. Ein größeres Turnier muss natürlich auch dann über ein Wochenende gehen oder vielleicht sogar über eine Woche mit variablen Terminen. Da müssen wir dann schauen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das war auf keinen Fall das letzte, sondern jetzt nur das erste, indem wir jetzt eben gucken, ob die Server gehen, ob überhaupt alle kommen und so weiter und so fort. Ja? Die Stabilität der Server und pipapo. Das ist jetzt dann dieser erste Testlauf. Ihr könnt gerne zuschauen. Wegen dem Preis oder Gewinn wurde oft gefragt. Und es haben sich ein paar bereit erklärt, also ein paar haben nur gesagt, ah ja, ich werd was verschenken dann. Mit den Leuten spreche ich jetzt nochmal, wie es jetzt aussieht, jetzt wo es ernst wird, ob sie immer noch auf dieser Schiene mitfahren. Also eine Person im Speziellen hat gesagt, sie würde sogar mit 50 € rangehen. Und da wir am Schluss ein Team haben, das gewinnt, kauft er dann praktisch 5 Skins, a 10 €. Und dann bekommt das Team, jeder aus dem Team halt einen von diesen Skins, so als kleines Hey-Ho. Ja,
ich habe im Vorfeld überhaupt nicht an irgendwelche Gewinne oder so gedacht. Ich dachte halt einfach Turnier, ne? Und die Gewinner haben gewonnen. Aber natürlich ist das eine coole Sache und nochmal Ansporn, vielleicht mehr reinzuhasseln. Wobei es für mich einfacher wäre, am Schluss aus dem Gewinnerteam den MVP rauszunehmen und der bekommt dann halt irgendwas. Ja gut, aber man kann natürlich auch aufs Team aufteilen. Mit den Leuten muss ich jetzt nochmal sprechen, ob das jetzt stattfindet oder hin und her, was sie machen. Also ich werde natürlich was geben. Aber ja, derjenige war jetzt eine Zeit nicht mehr da. Und natürlich kennt man das von Livestreams, dass du da immer wieder diverse Leute hast, die reinkommen und sagen, hey, ich spende ganz viel Geld oder hey, ich mach dies und ich mach das und dann passiert's. Wobei diese Person schon einiges auf jeden Fall gespendet hat und ich darum auch jetzt nicht glaube, dass er das nur einfach so gesagt hat. Nur ist es schon ein Weilchen her, vielleicht hat er das vergessen. Ja, vielleicht weiß er gar nicht, dass das Turnier jetzt schon ist. Wie gesagt, alles war sehr nebulös, da es nur im Livestream besprochen wurde. Ja, ich würde sagen, hier bei ihm wissen wir schon, was wir drücken, oder? Bei dem Pisser? Na? Würdet ihr sagen, dass es nur eine Sache ist oder sind es mehr? Was schätzt ihr hier ein? Wie schätzt ihr seine Geschichte ein? Könnt ihr gerne in die Kommentärchen schreiben und natürlich auch sagen, wie eure Gedanken generell zu einem Turnier sind. Ihr müsst euch jetzt nicht zwingend darüber auslassen, wie behindert das ist, dass ich mich da nicht früh genug gemeldet habe. Sorry. Aber wie gesagt, ist ja nicht das letzte Mal. Ja? Und so ein Turnier an einem Wochenende, ich denke, dafür haben auch die meisten Zeit. Ja. Wobei, das mit dem Anmeldeformular, das habe ich auch gar nicht so richtig im... Alter Falter! Gar nicht so richtig im Kopf gehabt, weil ich noch gedacht habe, wir müssen erstmal alle fragen, ob und wie. Aber wenn man Anmeldeformular rausgibt und sagt, dann und dann ist es. Wer da Zeit hat, kann sich anmelden. Da ist es irgendwie... Ja, das ist an sich eine gute, gemütliche und einfache Sache. Ich halte euch auf dem Laufenden auch. Danach werde ich euch sicherlich in einem Video, vielleicht auch in einem Overwatch sagen, wie es gelaufen ist mit dem Turnier. Aber ihr könnt es, wie gesagt, auch anschauen. Ihr kennt die Streamzeiten ja generell jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Also morgen auch wieder Livestream ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Aber diesen Freitag, da das Turnier, glaube ich, vorher startet, wird der Stream dann eben auch dementsprechend vorher angemacht. Nicht erst um 22 Uhr, sondern sobald das Turnier anfängt. Aber ich weiß die Zeit jetzt auch, ich weiß noch nicht mal die Zeit, wann es anfängt. Ich bin... Gut, ich bin ja nicht derjenige, der es wirklich ausführt, dieses Turnier. Ich bin nur dessen Name dann praktisch, unter dessen Name das läuft. Oder, ja, so. Ja. Guck dir das an. Was für Bratzen, oder? Wahrscheinlich sind beide komplett am Hasseln da. Er auch. Ja, nee, sind sie nicht. Ich dachte, er klopft vielleicht auch. So, weit dazu. Also, am Freitag geht's dann rund. Ich hoffe, dass alles klappt. Es kann auch sein, dass wir anfangen und die Server gehen nicht oder es sind nicht alle da und so weiter und so fort. Man muss sowas halt einmal gemacht haben, um zu wissen, was für Fehler denn dann nun wirklich auftreten. Und was wahrscheinlich ist, was unwahrscheinlich ist und so weiter und so fort. Gut, wie gesagt, ihr könnt gerne mal eure Meinung so raushasseln, was ihr von so einem Turnier haltet. Ach ja, und so am Rande erwähnt, dazu gibt's aber auch nochmal ein Video. Wenn ihr Leute sucht, Mitspieler, wenn ihr Leute sucht, mit denen ihr ein Team gründen könnt und so weiter Richtung CSGO, aber auch in andere Spielrichtungen, wenn ihr wollt, dann schaut auf jeden Fall in die Steam-Gruppe Die Dummbabbler und in unseren Discord-Channel. Der ist auch hier unter dem Video verlinkt. Wenn ihr die Beschreibung aufmacht, kommen ziemlich früh alle Links untereinander und da ist auch unser Discord-Channel und da findet ihr eben Leute, ja. Da sind wir gerade wieder ein bisschen am Wachsen und es gibt halt Leute, die suchen, die zusammenkommen, die spielen und da ist in der Vergangenheit oft die Frage aufkam, hey, wie sieht's aus, kannst du mir irgendwie helfen, spielst du mit mir oder kannst du, weißt du, wo man Mitspieler finden kann und so weiter, kommt einfach in diese beiden Teile, Steam-Gruppe und Discord, da könnt ihr Mitspieler finden oder Freunde finden, wie auch immer, was ihr halt so sucht, gut. Dann sehen wir uns, achso, ja, wir sehen uns erst morgen im Livestream. Ich wollte schon sagen gleich, aber heute ist der Mittwoch, nein. Dann sehen wir uns morgen im Livestream und um unter 10 Minuten zu bleiben, drücke ich jetzt hier mal auf F9, um die Aufnahme zu beenden. Gruß und Kuss, Kommentare, Daumen.